Die Kisten nehme ich euch gleich mal ab. So, und dann können wir nämlich hier mal gleich ans Ding gehen. Dass wir hier nämlich unsere Effizienz von den Räumen steigern, indem wir überall eine Tür dran klatschen. Zumindest bei den meisten. Es ist Zahltag. Ja, scheiß Muck da schon wieder. So, jetzt noch die komplexe Falle. Ja, rollender Stein, perfekt. So, das heißt, ich würde da mal hin gehen, vorschlagen. Wie machen wir es am geschicktesten? Wir machen direkt hier nebendran die. Pass auf. Jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen was machen. Und zwar. Hier schütten wir mal zu alles. So. Hier schütten wir auch noch wieder alles zu. Und den Gang hier schütten wir auch wieder zu. So, und dann machen wir nämlich hier einmal. Das quasi nämlich so, dass wir hier ausheben. Bis dahin ungefähr. So. Einen zweiten kriegen wir leider nicht mehr hin. Aber dann können wir ja hier oben noch ein bisschen spielen dann gleich. Also für alle, die sich jetzt fragen, was es werden soll, ich habe da immer so eine ganz bestimmte Taktik bei der Dungeon-Verteidigung. Hallo, mach das da weg. Ne, das war eigentlich hier falsch. Die müssen wir nachher auch abreißen, die Tür. Aber das kriegen wir hin. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Genau. Die kommen jetzt hier. Da müssen wir nachher zumachen. Da lassen wir auf. So. Können wir schon mal. Wir haben bislang nur zwei, okay. So, ja, die kommen jetzt natürlich direkt hier rein, die Gegner, aber das ist halb so wild. Das wollte ich eigentlich gar nicht, Ding. Mit dem toten Schützen kann ich ja noch nichts anfangen, der muss da weg. So, jetzt dann machen wir das hier so. Genau.
So, und jetzt pass auf, jetzt brauchen wir hier. Hier kommen wir rein, dann machen wir hier einen Ding. Kriege ich hier nochmal einen Raum 3 mit 3 hin, bestimmt, oder? Ja, hier kriegen wir nochmal einen Raum 3 mit 3 hin. So. So, habe ich denn mittlerweile nochmal Ding? Nochmal ein rollender Stein hierher. So, und da können wir auch noch zuschütten. Und sobald die jetzt platziert ist. Ich hätte zwei davon bauen sollen irgendwie, gell? Das dauert mir noch ein bisschen zu langsam. Okay, da geht einer mit der ersten Falle. Erste Falle fertig. Zahltag. Mal, die kann ich jetzt sogar selber nehmen. Und die, wo hell, die, wo gelb leuchtet, da muss es hin. Dann können wir da die Schnodderlinge ein bisschen entlasten. Jawohl. So, und dann brauchen wir jetzt im Prinzip nur noch genügend Falle bauen, dass wir hier einmal das ganze Ding, da noch einer und dann nochmal so ein paar Bogenfallen dahin in die Wege dazwischen. Dann kommt da eigentlich kaum einer durch. Benötigt noch wieder 8 Kisten, dann müssen wir unsere Schmetterlinge erst noch wieder Kisten bauen lassen. Produktionsbonus, Kreatur arbeitet schneller. Kannst du machen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, genau. Und jetzt pass auf, jetzt geht die ganze Geschichte los. Die laufen da hinten rum. Müssen jetzt einmal hier außen durch. Ich habe es jetzt noch nicht ganz so optimal gebaut, gebe ich zu. So, und dann kommen die quasi hier rein. Ah, und jetzt pass auf, jetzt wo der steht, können wir den zumachen. Drauf, komm. Wirf's jetzt runter. Oh. So, jetzt bei die. Nur für zwei benutzen wir das jetzt mal noch nicht. So, und dann gehen wir hin. Bauen wir nochmal hier eine Tür. Und dann bauen wir hier eine Wachstube. Der ist schon quasi der letzte Raum vorm Gegner. Bevor er dann quasi in unsere Produktionsstätte kommt und da gehen dann alle hin. So, jetzt brauche ich noch wieder 8 Werkzeugkisten. Ja, die klopfen sich da erst einmal, das ist gut. So, zurück ans Fallen bauen, jawohl. So, dann könnten hier
Passen dann jetzt gleich ein paar mehr Werkzeugkisten rein, das ist gut. Auf der anderen Seite überlege ich mir gerade, könnten wir eigentlich nur mal unsere Kapazitäten hier ein bisschen ausbauen. Was Werkzeugkisten angeht. Und vor allem unsere Arbeiterschaft noch mal ein klein wenig erhöhen. So. So, und dann haben wir natürlich auch alles wieder beisammen. Warum vibriert jetzt mein Bild so komisch? Ah, jedes Mal, wenn die Ding abbauen. So, jetzt lassen wir die erstmal wieder ordentlich Gold scheffeln. Ach, das ist 5 lang, okay. Passt nicht so ganz. Ja, auch nochmal ein Tor hin, bitte. So, hier nochmal eine Falle hin. Es ist Zahltag. Gut. Das war einmal Escape zu viel gedrückt. So, die hält 18 Werkzeugkisten, die anderen ein bisschen mehr als 20. So, und nur für alle Fälle können wir dann nachher hier oben auch mal noch Ding hinbringen. Wenn das dann ausgegraben ist, dort. Ja, am Anfang ist das nicht ganz so einfach. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Am Anfang dauert es immer eine ganze Weile, bis mal alles läuft. Mocke durch. So. So, versteht ihr jetzt nämlich? Das ist mein Ding hinter dem Sache. Die gehen hier rein. So, dann läuft der erste rollende Stein, überfährt die. Der Stein rollt weiter bis Dadelhanne und dann lasse ich den Stein rollen und der rollt dann wieder entgegen. Da habe ich mir quasi zwei Steine, zweimal rollender Stein in einere Ding. Aber wegen zwei Standardgegner jetzt mache ich nicht extra Ding. So, dann kommen hier nochmal zwei Verdrescher hin. So, und jetzt könnte ich quasi denne den Stein durch die Rückrolle lassen und wenn da wieder einer aufsteht, lasse ich den von der anderen Seite nochmal durchrollen. Weil die Waffen haben ja nach dem Benutzen auch immer eine Abklingzeit. So, und... Du-du-du-dum. Damit ist der Zwerg schon mal komplett kaputt und der eine Soldat, der normale Krieger, der hat ja 90% HP verloren. Wenn ich den anklicke, passiert nichts. Ne, zeigt mir kein Ding an. Okay. So, und dann brauchen wir noch hier eine Trommel, wo wir dann später draufhauen können, dass wenn wir unsere Kreaturen hierher...
Jetzt kommt der Karateka. Jetzt. Zweimal draufkauen und... Na, dreimal. Okay. Gut. Dann läuft die Sache jetzt. Was können wir noch erforschen? Hier haben wir erst einmal alles. Die Macht durchströmt mich. Die böse Energie wird stärker. Das ist schön. So, dann wie viele brauchen wir noch? So, dann würde ich sagen, wir holen uns auf jeden Fall nochmal einen Imp. Mana abbauen können wir jetzt hier noch gar nicht. Einen davon nochmal und einen davon nochmal. Und schmeißen euch raus. Und dann gehen wir jetzt mal mit euch wieder Ding angreifen hier. Ich bin das Böse. Es dauert also immer so ein bisschen, bis man am Anfang seinen Dungeon hier parat hat. So, hier unten habe ich nämlich noch welche rumstehen sehen. Die machen wir zuerst kaputt. Steine von Gehenna machen wir gleich im Anschluss, weil jetzt müssen wir erst einmal ein bisschen Ding. Jetzt müssen wir erst einmal ein bisschen die Wege dahin befreien. So, weil ein Stein ist hier. Da sind dann noch so ein paar Elementarwesen. So, dann gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall ein Spawner. Ja. Und er spawnt natürlich genau jetzt eine Welle, wo ich komme. Jawohl, kriege mal alles hin. Oben ist der zweite Schrein-Ding. Da oben ist nochmal eine Verfluchtheits-Dingsbums da. Oh, es brennt alles weiter, gut. Zahltag. Männer, seht euch hier um. Hier ist etwas Merkwürdiges im Gange. Ein Spähtrupp aus dem Umland stolperte unglücklicherweise in die Gefilde der Steine von Gehenna. Diese würden kaum ohne einen Kampf wieder abziehen. Genau wie ich es mag. Genau wie ich es mag. Moment, das habe ich gerade gesagt. Willst du mir etwa meinen lukrativen Sprechervertrag klauen? Halt dich zurück. Ich weiß, wo dein Vespa-Roller steht. Ich weiß, wo dein Vespa-Roller steht. Herrlich. Es sind so. Feinde in eurem Dungeon. Genau, und jetzt mit den drei Soldaten, probieren wir den drei Krieger. Probieren wir jetzt gleich mal meinen Trick aus. So. Stellt euch gerade mal hier hin. So, jetzt pass auf. So, und jetzt zeige ich euch nämlich meinen Trick, wie ich das da schon immer mache. Oder wie ich das als früher bei Dungeons 3 immer gern gemacht habe. Weil die Verteidigung frisst halt auch ein bisschen Platz, wenn man so lange Gänge gräbt erst. So, pass auf. Die gehen jetzt auch wieder da rein. Ne, die gehen nicht da rein. Warum gehen die nicht da rein? Achso, weil ich da unten wahrscheinlich irgendwo aufgegraben habe noch. Da
das, wo eigentlich gar nichts sein sollte, machen wir gleich hier mal zu, dass sie da reingehen müssen. Und dann machen wir hier auch mal zu. Das ist jetzt natürlich wieder blöd. Das war jetzt wieder typisch Vorführeffekt, dass ich vergessen habe, dass ich da unten ja auch aufgegraben habe. Was habe ich denn jetzt eigentlich nur noch hier? Nur noch ein Ding, gell? Okay, also dann hilft mir nichts. Dann gehen wir doch mal kurz wieder da rein. Das war ja wieder so typisch ich, gell? So, immerhin der hat mal funktioniert. Das heißt, jetzt können sie nur noch da rein. Aber wir müssen aber das Ding... wir dann so Schlafplätze hier vergrößern. So, einmal alle rauswerfen hier. Gut. Der Rest hier hinten interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Wenn wir hier abgesperrt haben, können sie nur noch hier rein. Nur, dass wir das für später wissen. So, und dann können wir jetzt gleich noch... Was haben wir hier noch? Automatische Fallen. Ein geht da hier. Ein geht da. Ein geht da hier. Ein geht da. Und dann gerade nochmal eins hier. Und eine Pfeilfalle nochmal dahin. Dann haben wir ja erstmal. Ach, nicht jetzt. Das. Ah, hat doch tatsächlich wieder mein Notdienst-Handy geklingelt. Und das am Sonntagnachmittag, was den Leuten als manchmal einfällt, gell? Wo kommen jetzt bitte die Dinge her da? Da kommen ja schon wieder Helden. Wo waren. Wo. Ich frage einfach nicht. Manches will ich auch gar nicht wissen. Jetzt war ich einmal kurz abgelenkt und ich hab natürlich nur die Aufnahme pausiert, aber nicht das Spiel. Ah, das ist jetzt wieder herrlich. Kacke. Okay. Wo sind wir denn? Das wollte ich nicht. Kann ich eigentlich hier noch... noch ein paar mehr automatische Fallen. So. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Forschen. Machen wir nochmal unser Bevölkerungslimit größer. Dann klicken wir hier auf noch eine Naga. Noch zwei Imps. Und dann nochmal drei Orks. So, und dann haben wir 19 von 19. Und dann würde ich sagen, du. Nee. Verfügt über mich. Du. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Du. So, was haben wir jetzt noch wieder? Der Kleine und eine Naga, gell? Jawohl. Sind die letzten Verbliebenen. So. Alles Gute muss